Na, habt ihr den Bums auch schon gelesen hier? Sicherlich, ja. Mein Gott, Roberts, wohin? Kamele statt Bundesliga, also beim besten Willen. Mein Verständnis hält sich hier absolut in Grenzen und ich bin auch ein Stück weit enttäuscht. Natürlich, es geht hier einzig und allein um das Geld, um nichts anderes. Er tauscht ja quasi so ein bisschen für mich gefühlt die Karriere gegen finanzielle Absicherung ein. Nur das Ding ist, weswegen ich es nicht so ganz verstehen kann, ist einfach, du kannst doch in die Wüste auch mit 33, mit 35 auch noch hingehen, ja? Da lässt sich genauso gutes Geld verdienen, so wie es in den letzten 20 Jahren auch zig andere gemacht haben, die dort mal für ein Jahr gewesen sind, oder die jetzt auch nach China gehen oder sonst wohin eigentlich, ne? Aber ich finde, mit 29 am Zenit meines Schaffens, wenn ich doch gerade aufgestiegen bin in die Bundesliga und vor dem Hintergrund, dass ich es vorher ja auch schon nicht geschafft habe in der Bundesliga eigentlich, ne, dass man mich ja da so ein bisschen abgeschrieben hat, hätte ich jetzt doch noch den sportlichen Anreiz und Ehrgeiz einfach gehabt, es allen irgendwie noch mal zu zeigen, ja. Und ich sag mal so, man munkelt nur, aber es soll auch vorkommen, dass man nach einem Jahr oder nach einem guten Jahr in der Bundesliga auch noch weitaus andere Angebote bekommt. Ja, dann ist man ja auch noch 30 und nicht am Ende, ne? Deswegen, also, ich kann es vor dem Hintergrund einfach nicht so ganz nachvollziehen. Ich finde es schade. Wie gesagt, mit 3, 4, 35 kann man da auch noch hingehen. Es ist, wie es ist. Was noch frustrierender ist, ist die Tatsache, dass er dafür so einen Witzbetrag geht. Ja, ich meine 350, 400.000 Euro. Also, ja, weiß ich nicht. Da kriegst du in der ersten Liga noch nicht mal ein linkes Bein von irgendeinem zweitklassigen Spieler da. Ne? Aber gleichzeitig auch hier an der Stelle angemerkt, weil ich lese jetzt auch relativ viel hier und dort, dass sich viele jetzt über diese Aufstiegsklausel auch so ein bisschen ärgern. Man muss das aber jetzt auch mal vor dem Hintergrund oder aus einer anderen Perspektive sehen. Ja, ich meine letztendlich schon mal die Sache aus der Perspektive betrachtet, dass der Spieler vielleicht auch nur unter dieser Voraussetzung überhaupt erst nach Bochum gekommen ist. Ne? Ich meine, der Berater und der Spieler haben die Bedingungen damals diktiert. Ja, was hätte der Verein da sagen sollen? Nein, dann halt eben nicht. Ja? Und dann geh mal nach Fürth, nach Düsseldorf oder nach Hamburg. Ne? Ich meine, wir wollten den Spieler unbedingt haben. Dieser war aber eben am Markt nur zu diesen Bedingungen für uns einfach zu haben. Ja? Und da muss man sich einfach auch ganz im Klaren sein, wir sind einfach nicht in der Verhandlungsposition, wie es zum Beispiel die Bayern Dortmund oder andere sind. Ne? Bei uns heißt es eben, friss oder stirb. Und fragt euch mal selber, was ihr als Verantwortlicher da gemacht hättet. Ne? Ich meine, sagt ihr dann auch, ach, na, dann sterben wir halt eben lieber. Ich denke nicht, ne? Das will ich mal sehen. Von daher, es ist halt eben maximal bitter und schade. Wie gesagt, ich bin ein Stück weit frustriert, dass es jetzt entsprechend irgendwie so gekommen ist. Verstehen kann ich es nicht. Ja, wir müssen entsprechend dann jetzt einen Ersatz dafür finden. Irgendwer, ich meine, es ist ein Kommen und Gehen. Der eine geht, der andere kommt. Irgendwie, wenn wir das schon kompensieren können, hoffentlich. Ja, aber es ist natürlich schon ein herber Verlust einfach. Ne? Ja, wie seht ihr das? Schreibt es mir unten. Wie fühlt ihr euch damit? Bin ich mal sehr gespannt. Wahrscheinlich dürften wir hier auch auf einer Linie liegen. Ne? Egal. Es ist, wie es ist. Robert, dir alles Gute beim Kamelreiten und, ne, und wo auch immer du da noch rumtouren magst. Ne? Es gibt wunderschöne Fleckchen dort. Ja? Aber ja, ich glaube, die Bundesliga hätte auch einiges zu bieten gehabt. In diesem Sinne, okay. Das von meiner Seite, bis dahin also. Ciao, ne?